Ich brauche zum Schreiben einen Bleistift in der Regel, um zuerst mal das aufzuzeichnen, was mir einfällt. Und später gehe ich dann doch an den Computer, weil ich dann sehe, wie wie das Format ist. Weil meine Gedichte sind ja wirkliche Kompositionen. Ich wollte ja eigentlich Komponist werden. Ich bin Komponist geworden und gelernt habe ich zu komponieren und das auf die Gedichte später zu übertragen. Also ein Formspiel, das also auch mit Zahlen, mit Silben zählt, mit Zeilenlängen, die also dann auch ein visuelles Bild ergeben. Auf dem weißen Blatt. Ja, das Leben ist leider kompliziert geworden. Ich hatte gedacht, ich schreibe vielleicht im Dachkämmerchen als junger Mensch, weil man mit dem, was ich mache, ja eigentlich kein Geld verdienen kann. Aber es ist dann so geworden, dass ich ins Theater gekommen bin, an die Universität, an die Musikhochschule und dass ich Kritiken geschrieben habe für die Zeitungen und für Zeitschriften, dass ich überhaupt Aufsätze geschrieben habe neben den Kompositionen, dass ich gemalt habe, ein umfangreiches malerisches Werk mit Ausstellungen, sodass das Leben nicht ruhig geworden ist, sondern komplex. Routine ist nicht gut. Wo etwas Routine ist, muss man sehen, dass man es wegschleift. Ob das jetzt ein Bild ist oder die Komposition oder der Vers im Gedicht. Disziplin ist unbedingt notwendig, man muss so lange arbeiten, an was man auch immer arbeitet. Und selbst wenn man sich den Schuh zubindet. Man muss alles mit Disziplin machen, das prägt dann auch die Gedichte. Mein Wunschlebensort ist hier, wo ich bin, vor allen Dingen mit dieser Frau, mit der ich jetzt über 53 Jahre verheiratet bin. Und eigentlich seit über 60 Jahren sie lebe. Wir haben gerade eine Tagung gemacht, meine Frau und ich. Was ist Postmoderne? Also, es kommt nach der Moderne. Ich selber bin der Meinung, dass ich mit zum Beispiel den Gedichten, den ich gelesen habe, nicht mehr in der Postmoderne bin. Wo das hinführt, weiß ich nicht, aber wir stehen an einem Ende unseres Kulturkreises und überschreiten ihn und werden auch von anderen Kulturkreisen überschritten. Und es kommt etwas Neues. Ich würde gerne 100 Jahre leben, um das zu erfahren. Nein. Et kütt wie et kütt, weil ich Rheinländer bin. Nein, man muss Geduld haben. Das ist aber manchmal lange Zeit. Es gibt Unterbrechungen, aber vor allen Dingen. Es ist ja so, ich habe ja wie ein Mühlespiel, kann ich also das wechseln, was ich arbeite. Und wenn kein Gedicht kommt, dann kommt halt was anders. Muss ich sehen, dass was anders kommt. Meine derzeitige Lektüre sind die Partituren von Olivier Messiaen.
Das ist eine schwere Antwort. Das erste Gedicht ist mit 7,5 Jahren entstanden. Und das ist einfach so gekommen, weil ich alleine war. Und auch, ich glaube, die ersten Gedichte sind gekommen, als ich alleine war im Krieg. Während des Krieges, da war ich 14. Man muss, glaube ich, alleine sein. Vielleicht ist das die Antwort. Ich habe darüber was geschrieben, warum die Gedichte, die ich als 14-Jähriger im Krieg noch geschrieben habe, das sind natürlich Kindergedichte, warum die diese Schrecken nicht, die ich gesehen habe, schlimme Bilder in der Kinderlandverschickung in der Tschechei, während der Krieg zu Ende ging, nicht darin vorkommen. Hab später bei einer Marie-Louise Kaschnitz einen Text gefunden, der das beschreibt mit Kindern einer Frankfurter Schule, die ihre Stadt gesehen haben und Bilder gemalt haben und keine Trümmer gemalt haben. Das ist etwas, das ist so, dass erst später, Jahrzehnte später, auch Gedichte gekommen sind, in denen ich das versucht habe, dann zu beschreiben. Aber mit dem Abstand, der es überhaupt beschreiben kann. Ja, die erste wirkliche klassische Musik, die ich hörte, war die Unvollendete von Schubert. Da war ich 8,5 Jahre und da war ich so erschüttert, dass ich immer gesagt habe, ich will auch Komponist werden, seitdem. Was war aber nicht sehr möglich, weil dann der Krieg ausbrach, wir ausgebombt waren in Köln und kein Instrument zur Verfügung stand. Das hat erst viel später angefangen. Die zweite Begegnung mit Musik war, als mein Vater mich mit ins Kölner Opernhaus zu einem Sinfoniekonzert nahm. Und da wurde die 8. Sinfonie, dieses Riesenwerk von Anton Bruckner, aufgeführt. Und ich sah vom Rang aus dieses Riesenorchester, wie die Geigen alle denselben Strich hatten und die Hörner, alle die blitzenden Hörner, alle die gleichen Griffe und so weiter. Und ich war so erschlagen, dass ich von Bruckner, Bruckner ist also ein großes Vorbild, nicht was die Formen angeht, aber was die Reinheit dieser Musik angeht, bis heute. Dann kommt natürlich alles Mögliche nach dem Krieg dazu. Das war ja ein Strudel, der einen dann überfiel an Eindrücken künstlerischen, die man ja überhaupt nicht kannte, weil alles, was wichtig und richtig war, und das war entartet vorher. Das war wirklich ein Strudel, als ich dann 15 war. Ich habe das nicht gewusst und selbst als ich studiert habe an der Kölner Musikhochschule in der Kompositionsklasse, da haben die Lehrer zu mir gesagt, und das war ja die erste Hälfte der 50er Jahre, Herr Heinrichs, Musik ist eine Spezialbegabung. Und wenn Sie das nicht alles sein lassen, was Sie machen, das Zeichnen, das Malen, das Gedichte schreiben, das Theater spielen, dann wird daraus nichts. Es war ja die abstrakte Zeit, die abstrakte Musik, die abstrakte Malerei, dass man so eine Auffassung hatte von Kunst. Das musste ich lernen. Und das habe ich erst gelernt, als ich am Theater war und auf visuelle Abläufe, akustische und Musik erfinden musste. Und dann habe ich gemerkt, das passt alles bei mir zusammen. Ich finde das einfach. Und dann haben die Leute gesagt, ja, du bist ein Synästhetiker.
Dann habe ich mich darum gekümmert. Und das ist also dann das, auch die Tatsache, dass ich, die haben immer gesagt, die Leute, warum schreibst du keine Opern? Nein, keine Opern. Ich bin dann dazu gegangen, diese Medien auseinanderzutrennen in Lied, Zeichnung, Gedicht, damit ich sie wieder trenne, aber das eine vom anderen dann übernimmt, was ich von dem einen zu dem anderen weiß. Eine lange Zeit, also zum Beispiel in den 70er und 80er Jahren, war es so, dass alle drei Medien ineinander schmolzen. Das war allerdings auch dadurch, durch die Anregung verbunden, dass ich zu der Zeit der Dekan des großen Fachbereichs in Essen Kunst, Design, Musik war, mit 1000 Studenten. Also die Volkwang-Hochschule und die Uni zusammen. Und da hatte ich enorme Anregungen, auch durch die Kollegen. Und dann ist das irgendwie nebeneinander entstanden. Heute ist es so, dass es Phasen ist. Das liegt wahrscheinlich auch jetzt am Alter, dass im Augenblick das Gedicht vorne steht und die Musik etwas in den Hintergrund gerückt ist. Meine Frau hat in Bonn promoviert, als wir uns lieben lernten in den 50er Jahren, über das Thema der Brunnen in der deutschen Dichtung. Und dann sollte sie anfangen bei Mythen, Märchen und Sagen und das weiterführen zur Literatur der Gegenwart. Also die Gegenwart war damals Benn, Ingeborg Bachmann und so weiter. Und das ist eine sehr tolle, groß, umfangreiche Arbeit. Und da bin ich mit hineingewachsen. Und später war es so, dass meine Frau in der Schule ja Märchen durchnahm, bis zur Oberstufe, auch Abituraufsätze schrieb. Und ich war also immer darin verwickelt. Und schließlich wurde sie dann die Präsidentin der Europäischen Märchengesellschaft. Und dann habe ich schließlich auch angefangen, Aufsätze zu schreiben. Der erste war über Synästhesie. Im Märchen, was man sieht, wenn man was hört, wenn man die Geschichten hört, dann sehen Menschen, vor allen Dingen Kinder, etwas. Darüber habe ich einen ersten Aufsatz geschrieben und jetzt sind das, weiß nicht, 25 oder 30 Aufsätze über Märchenforschung. Und das für mich sehr Überraschende ist, dass wir 2001 beide als erstes Ehepaar überhaupt den Europäischen Märchenpreis erhalten haben. Das ist für mich sehr überraschend gewesen, aber irgendwie sehr logisches Zusammenhang. Wir lieben die Gedichte von Ernst Meister. Deshalb sind wir in die Ernst-Meister-Gesellschaft eingetreten, die der Rambaud-Verlag im Rambaud-Verlag beheimatet ist. Und da hat er meine Vertonungen der Ernst-Meister-Gedichte kennengelernt. Und das hat dazu geführt, dass er meine Gedichte sehen wollte und dann gesagt hat, das gibt es ja gar nicht, dass ein Autor da ist, der über 1000 Gedichte hat und sie nicht veröffentlicht. Das mache ich. Und deshalb macht er das jetzt, hat er jetzt in diesem Jahr den 15. Doppelband herausgegeben. Und dann ist das Konzept, dass also die Gedichtbände in mehreren Gruppen zusammengefasst werden beim Bitter Verlag, ist überlaufen worden. Er hat gesagt, ich kann das nur veröffentlichen, wenn die Bände kleiner sind. Einen dicken Band kann ich nicht veröffentlichen, kann nicht verkaufen. Zwei in einen Band. Und bei mir hat jeder Band bis auf zwei Bände 7x7 Gedichte. Das ist einfach so gelaufen. Und dann sind es also in einem Band 2x7x7 gleich 98 Gedichte. Da kann man also genau rechnen, wie viele Gedichte
das in den 15 Bänden sind. Also zwei haben aber 111. Das hat dann eine Bewandtnis mit dem Titel des Gedichtbandes. Aber das ist bei mir vom Komponieren her, von den Zahlen. Ich habe also Analysen gemacht von Komponisten, vor allem bei Anton Webern, bei Bartok. Ich würde sagen, von wem sind Sie denn überhaupt beeindruckt von den Gedichten, beeinflusst? Dann würde ich sagen, von Anton Webern oder von Bartok. Da habe ich nämlich entdeckt, dass viele Arbeiten, vor allen Dingen die chromatischen Arbeiten bei Bartok, im goldenen Schnitt gearbeitet sind, in der Proportion. Habe ich Analysen darüber geschrieben. Und über den goldenen Schnitt habe ich sowieso einige Arbeiten geschrieben. Ich habe zum Beispiel entdeckt, dass die näheren Planeten um die Sonne in Umlaufzeiten laufen, die den goldenen Schnitt beinhalten. Und ich habe später gesehen, nachdem ich also biologische Arbeiten mir durchgearbeitet habe, dass Tiere wie Libellen, Bienen, dass Blüten und Tannenzapfen und so weiter wachsen, dass Schneckengehäuse wachsen in Maßzahlen des goldenen Schnittes. Dass das also etwas ist, was uns eingegeben ist, und dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, mit all diesen Dingen dadurch formal auch in Berührung zu geraten. Leonardo da Vinci hat den menschlichen Körper ja in seinem berühmten Mann, der mit ausgebreiteten Beinen da steht, alle Knochen, alle Knöchel, alle Teile des Menschen in goldenen Schnittzahlen berechnet und in diese Zeichnung hineingeschrieben. Das ist also etwas, was unser Sonnensystem, unser Bezugssystem von Sonne und Erde wohl etwas Bestimmendes ist. Und darin bin ich irgendwo mit meinen Stücken eingebettet. Ich komponiere auch so. Ich male auch Bilder so, dass ich also das Umfeld, selbst das weiße Umfeld, in goldenen Schnittzahlen im Verhältnis zu dem, was da drauf gezeichnet ist, berechne. Ich habe schon bei dem vorletzten Band, der hieß Gezählte Tage im freien Fall, dieses Doppelband, habe ich gedacht, das ist der letzte. Und deshalb hat er 55 Gedichte. Zweimal 55, aber 55 ist eine goldene Schnittzahl. Und dann hatte ich gedacht, es ist Schluss. Und dann fing aber im vergangenen Jahr, dann auf einmal, kurz vor Weihnachten 2011, wieder neu an, sodass ich also im Oktober den nächsten Doppelband, der heißt Coda 1, Coda 2, diesen 15., abliefern konnte beim Verlag. Und der ist jetzt im März erschienen. Und es sind aber mittlerweile wieder 30 Gedichte erschienen, sodass ich die Hoffnung habe, dass noch etwas kommt.